So, damit haben wir das abgeschlossen. Und dann können wir jetzt endlich nach Schweinsfurt gehen. Obwohl, ich will immer noch wissen mit den Hügelland. Das müsste da oben sein. Wir müssen da hinten hin, aber ich möchte das eben kurz herausfinden. Hallöchen? Da oben war ein Vogel. Ach, das ist da hinten. Okay, Monster hauen ab. Irgendwo müssen doch noch stärkere Monster rumgehen. Wenn wir dann merken, alles klar, das merke ich sofort. Die Monster sind hier stärker. Ich glaube, die hauen mich auch um. Aber ich bin jetzt schnell genug, um abzuhauen. Osten. Wo? Wir sind östliches Sommerland. Wir sind gar nicht im Herbst? Nee. Wo müssen wir hin? Osten des Hügellands. Ist das nicht Hügelland? Doch. Müssen wir jetzt im östlichen Hügelland? Deswegen dachte ich da drüben. Aber das ist ja nicht wirklich Osten. Komme ich da überhaupt hin? Nö. Waldbewohner. Wie kann ich hier nirgendwo andocken? Das ist es nämlich. Weg. Wir haben hier ganz viel Wald, aber wie ist das Hügelland? Da oben haben wir eine Insel. Gehört das jetzt auch noch zu Hügelland? Ist es vielleicht das östliche Hügelland, was ich suche? Gehen wir mal hin. Und hier haben wir Drunus. Schauen wir mal. Und es ist Enslein Islands. Nein, du bist nicht östliches Hügelland. Und hier haben wir Drunus rumlaufen. Also unser erster Vertrauter. Nö. Dann habe ich keine Ahnung, wo dieser Wald sein soll. Dieser Waldbewohner. Das Hügelland ist nur dieses grüne Stück hier vor Goldhain. Vielleicht kommt man da nur mit Fliegen hin. Ich weiß es nicht. Das da vorne geht, glaube ich, auch nicht. Zu Hügelland, oder? Weil das ist auch östlich. Das ist schon wieder was anderes. Das ist eine Schwaninsel. Ich gebe es auf mit dem Waldbewohner. Den werde ich nie finden. Also, ihr müsst mir helfen, Leute. Ihr müsst mir dabei helfen. Ich habe keine Ahnung, wo er sein soll. Ich habe keinen besonderen Eingang gefunden oder irgendwo gefunden, wo er sein könnte. Ich habe versucht, mit dem Boot hinzukommen. Leider ohne Erfolg. Muss ich einfach mal vielleicht die Mission mal googeln. Vielleicht finde ich ja da was. Wollte ich mal tun, weil das muss ich schon irgendwie. Weil das ist
am Anfang. Und das muss ja irgendwie am Anfang lösbar sein. Aber ich habe den nicht gefunden. Ich bin Osten gewesen, aber da ist kein Waldbewohner. Es wird mir auch nichts angezeigt. Das ist es nämlich. Oder ich komme da wirklich nur mit Fliegen hin, dass da irgendwo in den, ja, in den Bergen irgendwie so eine Lichtung ist, was auf der Karte nicht verzeichnet ist. Es muss ja östlich von Katzbuckel sein, oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob es östliches Hügelland heißen muss. Oh, es ist Nacht. There she blows! Autumnia! It won't be long till we meet the next great sage, huh? I fear not, boy. Though you have come a long way. Come then! Show me your power! Who the hell is that? It's the Dark Djinn himself! Shaddam! The Savior. Ach so, ich kämpfe alleine. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. So, gleißendes Licht. Und ich bin gar nicht aufgefüllt. Ich hoffe, das tut dir weh. Ja, das tut dir zumindest ein bisschen weh. So, Proviant. Starker Kaffee. Okay, wir müssen sie erstmal als Heilung geben. Shaddam höchstpersönlich. Böse Bö. Keine Ahnung, was das macht. Ich glaube, der haut uns jetzt sowas von um. Ja, ich glaube, Goban wird das wahrscheinlich nicht so schnell schaffen. Wintereinbruch. Autsch! Heilender Regen. Komm schon, heile. Bitte überlebe. Okay. Angreifen. Kaltes Feuer? Wie lustig ist das denn? Kaltes Feuer. Starker Kaffee. Starker Kaffee. So. Ballast reduziert die Beweglichkeit eines einzelnen Gegners. Nö. So, gleißendes Licht. Das kann wehtun. Ich glaube, wir müssen heilen. Sicher, sicher. Dann greifen wir mal an. Kaltes Feuer. Böse Böse. Ja, die ist wirklich böse. Ich glaube, das macht ihm nichts aus, ne? Wintereinbruch. Ja. Darf ich mal bitte? Proviant. Komm schon. Autsch. Ah, bin gefangen. Okay. Proviant. Ich muss das tun. Ich muss das jetzt schon tun. So. Was machst du? Koban. Einmal
heilen. Halt die Fresse. Und einmal gleißendes Licht. Ich hoffe mal, das tut jetzt weh. Das bricht nicht ab. Ich will nicht. So, this is the extent of your power. Shadar! Where is she? Where's Alicia? Alicia? That is a name I have not heard in a long time. You may be fated to avert this world's doom, but first, you will have to save yourself. Shadar! What the flippin' heck is that big eye? It's looking this way. It is the Eye of the Storm. Eye of the Storm? Summoned by sorcery. Curses, we will not escape these waters. Isn't this be Shadar's doing? Oh, you mad! Hold on tightly. The eye looks this way, we are doomed. The damn thing already is! Huh? I'm back in. Oliver! Oliver! It's her! This way! Come this way! Come on, Oliver! Okay. Jeepers! Whoa! Oliver! Look both ways! Huh? Oh, sorry. I was somewhere else. It's all right now. Huh? What's all right now? The big bad eye. It's gone now. The big bad eye? Of course! The Eye of the Storm! What am I doing here? But Shadar, my friends! Your friends? They're already there, Oliver! Huh? What do you mean? This way, Oliver. Let P show you the way. But, hey, wait a second! Hurry up, slow coach! Oliver! Oliver! Esther? Oliver! Oh, den Himmel sei Dank! Ah, alle sind da. Aber wo ist Pia? Pia? Sie ist nicht hier. Wovon redet er? Hey, Junge, geht's dir gut? Geht's dir gut, Junge? Oha, du bist endlich wieder unter uns. Captain. Sieht so aus, als ob es mehr als nur eine Windböe braucht, um dich klein zu kriegen. Na gut, Schluss mit den sentimentalen Gequatsche. Captain, ist das Schiff seetüchtig? Nein. Leider nicht. Der Sturm hat meine geliebten Seekuh schwer zugesetzt. Selbst wenn alle Männer in Doppelschichten schuften, dauern die Reparaturen. Mindestens eine Woche. Was? Das ist ja echt eine Ewigkeit, Mann. Wir sind die größeren Pechvögel der Welt. Sag sowas nicht. Dass wir überhaupt noch am Leben sind, bedeutet, dass wir mehr Glück hatten als alle anderen, die jemals dem Auge des Sturms begegnet sind. Er hat recht. Wir hatten verdammtes Glück, dass wir überlebt haben. Ich wette, wir haben das nur geschafft, weil Oliver bei uns war. Ich? Ich habe doch gar nichts getan. Meinst du, es war Pia? Egal, es macht keinen Unterschied. Ich konnte Shadar nicht besiegen. Ich konnte Alice nicht retten. Ihr sprecht von Dingen, von denen ich nichts verstehe. Aber es reicht es denn nicht, dass ihr wohlauf seid? Er hat recht, Oliver. Komm schon, freu dich mit uns. Ich werde es versuchen. Danke. Gut, also Captain, wie können wir helfen?
Ich schätze deine Eifer, junge Dame, aber du musst die Arbeit schon uns Seemann überlassen. Sieht so aus, als ob wir den, ob wir dann Ferien hätten. Ich nehme an, dass unseren paar Sonnenbaden nicht schaden würden. Typisch. Hä? Hat irgendwer Tröpfchen gesehen? Jetzt, wo du es sagst. Nein, meinst du, dass sie weggetrieben wurde? Oh nein, schau! Tröpfchen, bist du in Ordnung? Was? Was ist los? Wie meinst du? Mir geht's gut, aber klar doch. Hast du den Kopf geschlagen, als wir in der Küste gespült wurden? Du benimmst dich echt seltsam. Wovon redest du, Mann? Ist ein Boot repariert? Sag, dass es repariert ist. Komm schon, verziehen wir uns von diesem Mistfelsen hier. Das ist noch nicht lange fertig, weißt du? Doch, komm, wir müssen uns irgendwo beschäftigen. Sollen wir uns auf der Insel umsehen? Hä? Nein, ich meine, warum sollten wir sowas machen? Ist total langweilig und garantiert verlassen. Ich glaube, der hat ein Stück Herzen weg. Und gefährlich. Lebensgefährlich sogar. Bleiben wir einfach da und genießen wir den Ausblick. Ah, so schön. Ja, schön. Ah, natürlich, Freunde. Wir werden bald keine Vorräte mehr haben. Könntet ihr losziehen, um für uns und unsere Schiffskameraden etwas Verpflegung zu suchen? Natürlich, Captain. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Großartig. Komm schon, alle miteinander. Auf geht's! Nee, Mann. Warte, Mann. Das geht nicht, Mann. Hast du nicht gehört? Das ist gefährlich. Da wirst du bei den lebendigen Leib gefressen werden. Er hat jetzt ziemlich Schiss. Also, Fee. Ich bin nicht sonderlich wild darauf, aber wir haben kaum eine andere Wahl. Wir müssen halt die Zähne zusammenbeißen, klar? Verflixt noch einst. Er ist ein Schisser geworden. Irgendwas ist da faul. Der wibbelnde Wüten... Was? Das wibbelnde Wüten im Herzen des Sturms hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschaltet. Fünfte Geschichte. Der Junge, der Gott werden wollte. Ah ja. Interessant. Komm schon, Oliver. Sehen wir uns auf der Insel ein bisschen um. Das war also schon da. Hm? Und wir konnten ihn nicht besiegen. Besiegen? Wir hatten nicht die geringste Chance. Wir müssen schon gewaltig zulegen, wenn wir das nächste Mal besser machen wollen. Ich finde, wir hatten ihn fast besiegt. Im Grunde müssen wir in allgemeinen Angriff starten. Einen allgemeinen Angriff? Ja, diese Angriffsvariante empfiehlt sich, wenn die Gelegenheit günstig ist oder wenn du im Kampf in Schwierigkeiten gerätst. Drück Dreieck, um auf die allgemeinen Angriff zu schalten und Viereck, um zu allgemeinen Abwehr zu wechseln. Das, ja, endlich! Ich kann jetzt einen Befehl geben, dass sie alle in dieser Situation abwehren sollen. Das wird auch mal Zeit! Das wird sicher nützlich sein. Du hast ja vielleicht doch von irgendetwas Ahnung. Natürlich. Mein Alter war ein ziemlich strenger Lehrer. Okay, legen wir los. Ich sag's dir, Mann, das ist keine gute Idee. Tschüss. So, wo müssen wir hin? Okay, die hauen ab. Ich will eigentlich jetzt abspeichern. Ich glaube, das kann ich jetzt erstmal vergessen. Verdammt. Nun ja. Ich habe keine Ahnung, was ist das. Sind wir vielleicht ein Reich einer Feen? Oh, verflixt. Das wird nicht gut ausgehen. Hä? Was? Wenn das nicht mal das kleine Tröpfchen ist, wo hast du dich herumgetrieben? Ohne dich auch nur einmal bei deiner alten Mutti zu melden. Du bringst mich doch noch ins Grab. Tröpfchen? Ich glaube, sie redet mit dir. Ganz sicher nicht, Mann. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ach,
Wie gemein! Warum bist du wieder hier, Tröpfchen? Hast du den Menschen gefunden, den du gesucht hast? Irgendwo Waisenmädel oder so, nicht? Nein, Mann, alles klar. Ich habe sie noch nicht gefunden. Nenn mich bloß nicht Mann. Wärst nicht so faul, hättest du schon vor Jahren... Oh, hallo, wen hast du denn da mitgebracht? Und wo ist sie? Redet sie mit mir? Der Kleine hat aber Manieren, was? Ach, wie ich aussehe. Ich bin gerade aufgewacht, Mann. Warum hast du mir nicht gesagt, dass wir Besuch haben, Tröpfchen? Ich bin verwirrt. Komm schon, Oliver, beweg dich. Du hast eine Karte, oder? Schau mal in die obere rechte Ecke. Ich habe da was für dich markiert. Da bin ich, siehste? Komm und besuch mich, okay? Tut mir leid, meine Damen. Wir müssen weiter. Hopp! Hopp, Mann! Was? Einfach in der Mitte. Ah, hier sind wir jetzt. Sehr schön. Hey je, ein Dorf? So weit hier draußen? Haha, schau dir das an. So eine lustige kleine Hütte. Soll das ein Oktopus sein oder so? Verdammt, jetzt bin ich dran. Hey, schau dir das an, Mann. Das sind alles Elfen, glaube ich. Oh mein Gott. Die sehen schon recht komisch aus. Was angeschaut, Mann? Ich bin verdammt noch einmal beschäftigt, Mann. Du beschäftigt? Dass ich nicht lache, Mann. Schau mal, Mann, Mensch. Menschen. Hä, was, wo, Mann? Verdammt, er hat recht. Echte Menschen. Ich habe noch nie welche gesehen. Schaut ziemlich komisch aus, oder? Und ich habe immer gedacht, Tröpfchen wäre schon schlimm genug. Schau dir den Haufen an. Sind sie auch alle Feen? Verdammt, Mann. Das ist doch das verflixte Tröpfchen. Du hast recht, Mann. Tröpfchen, Mann. Okay, die sagen immer Mann. Was ist da? Was machst du denn mit dir draußen? Wie lauf, Jungs? Lange nicht mehr gesehen. Tröpfchen? Warte mal, ist das... Okay, okay, ja, das ist es, okay. Willkommen in Feenforst, Wald der Feenvolks im Land meines Väter. Meiner Väter. Naja, eigentlich Mitte, aber... Was? Nie im Leben. Alle jetzt. Feenforst, Jahrmarkt der Heiterkeit. Aha, also deswegen hast du dich so seltsam benommen. Na gut, Jungs, ich bin mal kurz vorbeigeschaut, um Hallo zu sagen. Das war's jetzt also. Habe die Ehre. Bis nächstes Mal. Nee, Mann, du kannst nicht einfach abhauen. Was ist los, Mann? Du bist gerade erst heimgekommen. Der hat Schiss von der Mutter. Okay, komm schon, wir bringen dich rüber. Wir waren eh auf dem Weg dahin, nicht, Jungs? Echt nicht nötig, Jungs. Ehrlich. Lass los, Mann. Hey, hör auf damit. Olli, Hilfe! Verflix! Hilfe! Also deswegen hat er sich so seltsam benommen. Ja, fast tut mir unser Freund in der Laternennase mit der Laternennase ein bisschen leid. Hä? Wie meinst du das? So wie es aussieht, glaube ich, dass das Tröpfchen nicht gerade viel Freude macht, seine Mutter zu besuchen. Hä? Aber warum nicht? Wie auch immer, wir können ihn nicht in den Fängen einer Bande schlecht erzogenen Feen lassen, oder? Also ihn danach! Okay, auf geht's. Ich bin dabei. Ich verpasse nur ungern eine Gelegenheit, dem großen Großfürst der Großmeuler dabei zuzusehen, wie er sich windet. Sei nicht so gemein!
Griffin wurde abgeschleppt. Ja, aber wir werden jetzt erstmal hier eine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr wieder ein Däumchen da oben lassen. Und nicht vergessen, Leute, ihr habt noch die Möglichkeit, dabei zu sein. 4 Plätze sind noch frei. Also, wer nichts sagt, bekommt auch keinen Platz. Oder in den Kommentaren schreibt. Link ist natürlich in jedem Video vorhanden. Draufklicken, sagen, wenn ihr sowas sagt. Der, die das Monster möchte ich sein. Am besten noch Ort sagen, wo ich es finde. Dann werde ich es holen. Werde euch natürlich dann auch dementsprechend reinschneiden. Ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war's mit Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Und wir sehen uns. Also, bis dahin.